Hallo, da bin ich schon wieder. Danke schon, dass ihr gewartet habt. Pause ging gut, dann mache ich mal was zum Frühstücken. Habe ich das eben schon vorgelesen? Die wollen es nicht mehr. Aber lass es dir schmecken. Stück hört sich gut an. Oh, wir haben jetzt eh genau eine kleine Reise vor uns. Ich muss zu dem Schnellreisepunkt. Wo ich beim Pferdchen überhaupt durchkomme. Ist ja schwierig, ne? Hier hätte ich das Pferd, glaube ich, nicht holen sollen. Leute, runter mit dir, Pferdchen. Das Pferd ist umgefallen. Alles gut. Pferdchen, das ist gar kein Problem. Und deswegen, Leute, ja. Deswegen nutze ich normalerweise das Pferd nicht. Hat auch nicht so viel schneller, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht hier in der Stadt. Ich bin voll vors Pferd gerannt, ja. Frühstück machen ging schnell. Hab den Apfel abgewaschen. Oh, wow. Ja, gut. Ja, Pferdchen, das ist hier. Ich mach mich unsichtbar. Ja, hier sollte ich nicht sein. Ja, ich würde eigentlich hier nur durch, ne? Entschuldigung. Bevor ich kann es nicht fliehen, aber ich will doch hier eigentlich nur so lang laufen. So, alles gut. Ich will hier nur kurz durch. Ich wollte euch doch gar nichts tun. Ich wollte nur durchlaufen. Ist halt einfach der schnellere Weg gewesen. Ich muss mal gucken, ich sehe halt, ich habe mal nebenbei meinen Task Manager auf und ich gucke mal hin und wieder drauf. Ich sehe halt, dass alleine OBS halt hin und wieder mal über 70% springt. Ich werde, glaube ich, die Streams wieder auf 936p machen müssen. Gezwungenermaßen. Einfach weil es frisst halt deutlich weniger. Es frisst deutlich weniger Ressourcen von meinem Rechner. Ein bisschen Ressourcen sparen da. Und selbst Dankeschön für den Clip. Bei mir steht leider nicht, was das für ein Clip ist. Jetzt muss ich nachgucken. Das B in Pferd steht für Parkour. Ja, genau. Perfekt. Ey, danke schön. Ja, aber deswegen nutze ich halt Pferde normalerweise nicht. Ich weiß, aber in den wenigsten Spielen muss ich aber auch gestehen. Also bei Zelda habe ich die auch am wenigsten genutzt. Ich glaube, in Immortal Phoenix Rising konnte man auch Pferde nutzen. Selbst da habe ich es, glaube ich, nicht so wirklich benutzt. So, ich muss auch mal auf den Kopf rauf. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich immer querfeldein laufe.
so kreuz und quer. So, jetzt einmal da bitte runter und nicht wieder in die falsche Richtung. Sehr schön. Dann haben wir hier noch so einen Schnellreisepunkt. Was? Insel Salami? Insel Salamis. Oh, da ist doch das. Oh, da ist das Fragezeichen davor gewesen eben. Oh. Das ist einfach so. Was? Insel Salami? Ich mag im Final Fantasy 14 gerade meinen Reitwolf. Aber Wölfe sind halt auch cool. Wölfe sind tolle Tiere. Und von Persien. Oh, das war der. Ja, ich erinnere mich dran. Das hier war die andere Quest. Freundennot. Irgendwo können wir doch aber noch eine Quest weitermachen. Was? Hier, oder? Staatsbürgerschaft, genau. Das da, das können wir machen. Ja, ich mag mein Wolf-Tattoo. Solan hat also auch direkt noch ein Tattoo von Wolf. Oh. Ich mag halt Wölfe und Füchse. Kann man kaum glauben, weil ich Frosch-Emotes habe. Ich glaube... ich glaube, die müssen bei Frank Face, glaube ich, mittlerweile sogar verfügbar sein, meine alten Emotes. Ja, genau. Über Franka Face, die Emotes, die ihr da alle seht, sind alles meine Emotes quasi. Die habt alle ich gezeichnet. Vorher waren es die, nicht die Frogs, die Pinguine. Ja, das waren meine alten Emotes. Vorher gab es Füchse. Aber jeder Zweite hat auf Twitch Füchse, deswegen. Die sehen voll gut aus. Das waren mit meine ersten Emotes. Also meine allerersten Emotes waren die Pinguine. Und dann wollte ich halt irgendwas haben, was ich halt... Also Pinguine sind schon cool, so ist es nicht. Aber ich wollte es dann irgendwie so Richtung mein Lieblingstier haben und dann wohnt es halt die Füchse. Mag das Smith? Ja, ich auch. Ich brauche auch immer so einen grummelig guckenden. Oder so ein Hm. Und das waren dann halt mit meine ersten Emotes auf Twitch. Nach dem Pinguin. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Welches Gebiet? Das da hinten. Ich darf, glaube ich, nur da nicht rein. Hier darf ich, glaube ich, lang. Also wenn es beim wirklich um die Lieblingstier geht, dann sind es die Füchse. Füchse und Wölfe. Okay, hier darf ich nicht rein. Beziehungsweise hier sollte mich keiner sehen am besten. Ein Drachen. Aber Drachen sind ja Fabeltiere.
Aber wenn es um richtige Tiere geht? Was gibt's denn hier? Achso, nur eine Truhe. Eichhörnchen. Ah ja, okay. Wie kommt das nur? Eichhörnchen hätte ich ja bei dir nie gedacht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die immer töte. Statt sie einfach nur niederzuschlagen. Könnt sie auch einfach niederschlagen, ne? Ich meine, sie sind ja dann auch sogar trotzdem gelootet. Aber ich bringe sie halt einfach immer alle um. So, wo muss ich denn da hin? Naja, du tötest sie immer, weil das S in Herbstcafé für Schlitzen steht. Ja, ja. So. Der Name ist drauf. Und Sneaky. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Ja, ja. Bin total Sneaky. Und dann, da darf ich wieder nicht durch, ne? Oh, Entschuldigung. Ich wollte da nicht gegenhauen. Ich wollte hier einfach nur hoch. Krabben und Schildkröten. Oh, Schildkröten auch süß. Okay, wenn du es so sehen willst, dann wäre es eher so Löwenwolf. Ah, okay. Wir überschneiden uns sehr oft bei Wölfen, ne? Merke ich gerade so vom Chat her. Meine Lieblingssöldnerin kommt zurück. Und mit guten Neuigkeiten. Das sind mir die Liebsten. Also hast du es geschafft? Aber natürlich. Sofanes Name ist jetzt auf der Liste der Bürger. Perfekt. Ich wusste, du bist die Richtige für diesen Auftrag. Oh, selbst du hast sogar den Clip in Discord gepostet. Dankeschön. Danke, danke. Ach nein, er hat noch eine Aufgabe für mich. Ach nein. Warum? Nachdem du den Namen meines Freundes auf der Liste der Bürger gefälscht hast, gibt es noch etwas, das du erledigen musst. Nächstes Mal, wenn du zwei Dinge von mir willst, erzähl mir beides gleich am Anfang. Aber das zweite hängt vom ersten ab. Ich musste wissen, dass es vollbracht ist. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich deshalb so aufregen würdest. Sag mir einfach, was du willst. Bedauerlicherweise macht Sofanes Name auf der Liste ihn noch nicht zu einem Bürger. Er braucht zusätzlich einen Bürgen, der seine Bürgerschaft bestätigen kann. Und du willst, dass ich diese Bürgen bin? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nein, ich habe jemand anderen im Sinn. Einen außerordentlich attraktiven Mann namens Peros. Ich finde deinen attraktiven Bürgen. Perfekt, ich wusste, dass du mir helfen wirst. Gibt es einen guten Grund, warum wir nicht die Bürgen sein können? Natürlich. Der Bürger muss ein Bürger Athens sein, doch kein Freund des anderen. Und sei vorsichtig bei Peros. Man kann sich nämlich leicht in seinen Augen verlieren. Wenn danach noch was kommt, will ich es jetzt wissen. Aber ja, das sollte wirklich alles sein. Sollte? Ist. Mhm. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Wo finde ich Peros? Er ist oft beim Gerichtsgebäude auf der Ostseite der Agora.
Und um was genau soll ich ihn bitten? Peros muss aussagen, dass Sophanes Eltern beide Athener waren. Wie du ihn dazu bewegst, ist deine Sache. Ich dachte, das macht man so mit den Clips erstellen. Mit den Clips erstellen, im Chat posten und dann in den Clip senden. Ja, voll lieb. Es gibt auch welche, die dann nur im Chat posten. Dann reiche ich sie meistens nochmal nach im Discord. Ich will nur noch ein Kuscheln. Wo ist denn das? Ist auch irgendwas, was ich noch nicht aufgedeckt hatte. Ich muss jetzt echt mal den Fallschaden wegmachen. Ne? Stufe 20 war das, glaube ich, oder so. Ja, das mit den Kopfkettenjägern ja erstmal nicht, ne? Speerverbesserung bringt mir auch nichts. Das ist sowieso nichts für mich. Ich glaube, die ganzen blauen Sachen sind DLC, oder? Alles, was hier blau ist, müsste, glaube ich, DLC sein, oder? Hä? Der und der ist jetzt Bürger. Gut gemacht. 2 Minuten später. Der Name auf der Liste macht ihn nicht zum Bürger. Ich weiß auch nicht. Ganz merkwürdig. Ihr Bürger für ihn. Muss nicht sehen lassen. Da hinten. Jenny, du hast schon genug Arbeit mit dem Stream. Und ich sitze hier doch beim Verstehen eh nur doof rum. Dann kann ich auch die 2,5 Klicks mehr auch noch machen. Und gleich im Discord posten. Ja, danke schön. Das ist echt ultra lieb von dir. Aber jetzt braucht der Bürger, der noch kein richtiger Bürger ist, braucht noch einen Bürgen, er braucht einen Bürger, der für ihn bürgt. Der Bürger, da bist du ja. Eieieiei. Also würde ich sagen, ich darf hier jetzt einfach reinrennen. Und den Mann findet Alkibia das attraktiv? Perfekt. Da kann ich beim besten Willen nicht zustimmen. Geh und sag Dion, dass ich ihm nichts mehr gebe. Wenn er mit mir reden will, dann soll er selbst kommen. Schulden interessieren mich nicht. Oh, was willst du denn dann? Es geht um einen Mann, der Bürger Athens werden will. Und du wirst für ihn bürgen. Ich? Warum? Weil Alkibiades sagte, dass du der Richtige dafür bist. Alkibiades? Der ist aber hartnäckig. Und wer ist der Mann, dem ich helfen soll? Sein Name ist Sophanes. Sophanes? Den Namen kenne ich gut. Aber ich helfe dir nicht, wenn es um ihn geht. Mir ist egal, was er getan hat. Du hilfst mir trotzdem. Ich helfe keinem, der seine Männer für Geld an den Feind verriet. Und das solltest du auch nicht tun. Ein Mann wie er verdient nicht zu leben, geschweige denn Bürgerrechte zu erhalten, wie der Rest von uns. Ach. Hör zu, es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Ahnung, aber jetzt weißt du es. Du wirst ihm helfen. Du hast nur die Wahl, wie blutig du dabei sein willst. Oder ich gehe zu Dion und frage, was er mir zahlt, wenn ich deine Schulden bei ihm eintreibe. Du kannst mir nicht drohen und erwarten, dass ich dir helfe. Das bereust du noch. Mein Ende ist gekommen. Es reicht. Ich tue, was du verlangst. Nach allem, was Sophanes getan hat, bekommt er eine zweite Chance. Was will der hier jetzt plötzlich noch von mir?
Entschuldigung? Was soll denn das jetzt? Was hat denn der sich da jetzt plötzlich eingemischt? Also. Sofern es darf nicht erfahren, dass ich beteiligt war. Ein bisschen Schieflage, ne? Und wieder zurück. Ganz schön dumm, sich da zu beteiligen, Cassandra zu boxen. Vor allem so, hä? Warum? Wenn diese komischen Bürger, die da füreinander einstehen. Mann. Und sich gegenseitig helfen, was soll denn das? Die Gegend wird gut bewacht. So. Kennst du nur diese Rolle? Du präsentierst dich immer auf eine Art. Aber du scheinst Angst zu haben, dein wahres Ich zu zeigen. Und in den Ruhm soll man sich verlieben. Ich würde dir gern mein da war der Questgeber hübscher. True. Einfach, ja? Damit ist meine These ich auch nicht verstanden. Du bist zurück. Sokrates offenbar auch. Genau wie du bekommt er einfach nicht genug von mir. Es gab doch keine Probleme. Nein, ich musste nur ein bisschen nachhelfen. Ach, das hatte ich befürchtet. Tja, du hast das Richtige getan. Erledigt. Sehr gut. Ich werde Sophanes davon erzählen. Tun schlechte Bürger nicht schlechte Dinge und gute Bürger gute? Kann man überhaupt wissen, ob jemand gut oder schlecht sein wird, ohne ihm eine Chance zu geben? Niemand bleibt ein Leben lang gleich. Ein schlechter Mensch kann sich bessern. Doch ist es nicht umgekehrt genauso? Ein Mensch, den man für gut hält, kann ein schlechter Mensch werden. Woher weiß man, wie sich jemand heute verhalten wird, geschweige denn morgen? Gar nicht. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Menschen unberechenbar sind. Das macht mir meinen Beruf so schwer. Wenn das, was du sagst, stimmt, können wir nur hoffen, dass ein Mensch gut sein wird. Oder das Risiko minimieren, indem wir Menschen wie Sophanes keine Chance geben. Ich frage mich, ob schlechte Taten gute aufwiegen oder gute Taten schlechte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Den Göttern sei Dank. Ach, ich mag Sokrates. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ich mag den. Danke, jetzt habe ich Bock auf Burger. Ja, dank Sips kann ich ja nachher Sushi bestellen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich mag seine so Grundstimme. Ja, das auch. Aber ich fand bisher eigentlich wirklich viele Synchronstimmen eigentlich sehr, sehr gut. Es gab so zwei, drei Nebencharaktere, wo ich mir dachte, so, passt jetzt nicht so unbedingt. Hört sich auch nicht ganz so gut an, aber so an sich. An sich finde ich die Synchronstimmen doch sehr gut getroffen. Und ich mag Sokrates einfach. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich mag seine Denkansätze. Genau. Das hier übrigens mit den blauen Questen dürft ihr mir gerne sagen. Hier die vergessene Geschichte. Ist das ein DLC? Diese ganzen blauen Sachen hier? Sind das DLC-Questen? Das dürft ihr mir echt gerne sagen. Weil ich umgehe sie gerade, aber wenn ihr sagt, nee, die gehören schon dazu, dann. Weil hier stehen halt auch keine Anzahl dran, wie weit weg die Sachen sind und so. Ich glaube ja. Weil hier stehen halt nur die Stufe dran, ne? Und hier steht zum Beispiel dran, wie weit weg das halt ist, aber hier halt gar nicht. Also ich wüsste nicht mal, wo die Sachen sind. Schon eine Weile her, dass ich gezockt habe. Das müssten DLCs sein. Okay, gut. Nee, dann weiß ich Bescheid.
Ich weiß halt nicht, ob ich die DLCs mache. Das ist halt das Ding. Ein richtig, richtig schlechter Tag. Das hört sich jetzt schon richtig gut an, Mensch. Ist ja alles super weit weg. Oh, das sind die, ja. Antano, eliminiere den Zweig. Ja, wo ist denn das? Weiß ich nicht. Ich kann ihn nur auswählen, aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Oder? Doch da. Das ist ja fast auf dem Weg, wenn man da hingeht. Eine beste Quest, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß bei den DLCs halt wirklich nicht, ob ich sie spiele. Oder ob wir nicht erstmal nur die Hauptstory machen. Ich weiß ja auch nicht, ob man die vermischen kann. Also, wenn ich jetzt den Teil des DLCs anfange und ob wir es dann irgendwann später weitermachen. Ich weiß es nicht. Habe ich den nicht gemacht? Also laut Google kannst du die DLCs jederzeit in deinem Playthrough einbauen, sofern das vom Level passt. Ah, okay. Wäre vielleicht, gucken wir uns dann auch einfach mal eine DLC-Quest an. Wir dürfen eigentlich keinen Einfluss auf die Story haben. Ja, die werden wahrscheinlich halt eine eigene Story haben, ne? Duschen und so. Mach das, Dolo. Auch immer schön hinter den Ohren. Kann man da vorne anlegen. Sieht so nach so einer kleinen Hüfte. Mit Anliegen ist hier, glaube ich, nicht so viel. Oh. Halt. Ja, ihr habt bis auf weiteres Pause, richtig. Da steht eine Kuh. Ringsimulator müsste ich heute eigentlich auch noch. Und Haare schneiden. Schneidest du deine Haare selber oder gehst du denn zum Friseur? Wobei, es ist Sonntag, du wirst wahrscheinlich nicht zu einem Friseur gehen. Ich mag in Assassin's Creed die Schiffaufgaben nur wegen den Songs. Ah, okay, ja gut. Ja, das hier so immer anfängt zu singen und so, das macht es irgendwie lebendiger. Aber ich bin echt kein Fan von Schiffen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sind gar nicht so viele. Der ist da gerade ganz alleine. Ich sollte mich beeilen. Ja, ich schneide dieselbe, wa? Hat immer so ein Millimeter Schnitt. Ah, okay. Ja, gut, was ist der denn? Gut, da ist dann halt auch nicht so viel mit Friseur, ne? Wie
gefällt mir mittlerweile am besten. Und ich spare die 15 Euro vom Bruiser. Ja, definitiv. Oh, shit. Oh, no. Was willst denn du jetzt hier wieder? Immer diese komischen Bürger, die irgendwas plötzlich von einem wollen. Komm, den habe ich doch getroffen. Was willst du jetzt auch von mir? Oh, warte mal, warum habe ich nur meine Fäuste? Oh, oh. Hey. Und hallo, Yellow. Okay. Jetzt muss ich die nur noch. Aber warum habe ich nur Fäuste? Oh Gott. Alle wollen sie was von mir. Nein. Ich hau euch alle einmal auf die Nase hier. Ach so, die leben alle noch, deswegen. Ha. Außer der. Der lebt nicht mehr. Okay, danke, Wanne, mit euch. Tschüss. Shiny, let's go. Oh, Yellow hat einen Shiny Ponita gefangen. Oha. War das nicht das? Warte mal, Shiny Ponita war doch das mit der blauen Mähne denn, ne? Oh, wie nice. Yellow, wie geht's dir, na? Was anderes, ne? Enttarnen und eliminieren die zwei. Wo sind denn das? Kultisten. Hier was der Polomach einer Festung in Attika. Kennt den Kultisten. Finde ihn oder setze deine Odyssee fort. Okay. Das ist halt Stufe 19. Wo ist denn der? Ah, guck mal, aber wenn ich schon mal hier bin, dann sollte ich da oben auch noch wieder den Schnellreisepunkt holen, ne? Das wäre theoretisch eigentlich
am sinnvollsten. Ich bin dann mal kurz Mittagessen. Mach das, Rietze, mach das. Ich bin ja noch ein bisschen da. So ein, zwei Stündchen bestimmt noch. Vielleicht eben schauen wegen der Waffe. Oh, das ist ein guter Einwand. Warum sind die weg? Warum habe ich meine Waffen weggemacht? Ich hole mir Food. Mach das, Yellow. Also. Hä? Beziehungsweise hier hatte ich ja den einen Schwer, den da. Why? Habe ich hier aus Versehen irgendwie weggerüstet? Weggemacht? But how? Ist Dave endlich im Bett? Ja, Dave ist im Bett. Hat er zumindest vorhin gesagt gehabt. Irgendwo vor einer Stunde oder so. Genau, hier. Um 10.52 Uhr hat er geschrieben. So, ich leg mich ins Bett. Der Rechner kann runterladen. Viel Spaß und gute Nacht. Hat sich Pi mal Daumen so vor einer Stunde. Hat er sich hingelegt gehabt. Hoffen wir mal, dass er auch wirklich schläft und niemand zuhört. Ich hab sie töte nicht so viele. Ich töte alles und jeden. Das erklärt aber auch, warum ich mit dem Bogen so viel mehr Schaden mache. Ja, nun. Nee, wurde abgelenkt. Alles gut, alles gut. Ach stimmt, jetzt hat Dave gar nicht mehr entscheiden können, welches Lego-Set du aufbaust, ne? Oh Gott, hier ist ja auch noch so viel. Ja, das habe ich auch immer noch nicht alles abgegradet. Sollte ich eigentlich mal machen, aber es ist immer so teuer alles. Ich baue jetzt nicht, ich will auch meucheln. Aber du meuchelst in Ghost of Tsushima, ne? Hat Ghost of Tsushima eigentlich einen Schwierigkeitsgrad, also den man einstellen kann? Lisa, weißt du das? Du spielst es ja, konntest du das einstellen? Ja, hat es. Ja, gibt es. Okay. Ha. Vielleicht muss ich es mir dann doch mal anschauen. Oh, das war aber vorher so ein PlayStation-Exclusive, oder? Das gibt's wahrscheinlich gar nicht auf der Xbox, richtig? Wenn jetzt hier erst irgendwie das Steam-Ding dazu rauskam. Oh, aber dann kann ich es nur, wenn dann nur auf PS4 spielen. Hä? Weiß ich immer nicht so. Aber ich habe auch noch Valhalla Origins und Odyssey. Oh, nice. Ja, wir haben ja in Reihenfolge quasi angefangen. Also mit Origins, jetzt Odyssey und dann später dieses Jahr wahrscheinlich auch noch Valhalla. Ich habe eigentlich Bock, ich glaube, ich habe wirklich Bock, letztes Jahr zu so Richtung Dezember haben wir Hogwarts gespielt. Und ich glaube, so dieses Jahr Richtung Dezember spielen wir einfach Valhalla, glaube ich. Ich glaube, das wird unser Dezember-Spiel. Also Ende November, Dezember bis Januar rum. Ich glaube, das wird so unser Ende des Jahres ausklingen lassen Spiel.
Und bei Ghost of Tsushima darf man eigentlich nicht meucheln. Ja, eigentlich. Aber ich spiele ja sowieso immer alles anders. Bin bei dem Spiel auch noch am Überlegen, aber weil mir Sekiro so gefallen hat, haben wir erstmal Elden Ring DLC. Ja, das stimmt, das ist ja auch nächsten Monat, ne? Und hallo Orca! Na? Wie erging es dir in deiner Nachtschicht? Oder mit dem Nickerchen? Ich hoffe, es ist alles gut. Warte. Gibt's denn Ghost of Tsushima für die PS4 oder war das ein PS5-Spiel? Ja, das kam noch zu PS4-Zeiten, glaube ich, raus, oder? Ja, muss ich mir mal überlegen dann. Nam nam nam. In jedem Quill. Ach so, das ist ja die blauen. Ja, also wir könnten es machen. Warte, können wir nicht? Ich kann es nicht auswählen. Guck mal hier. Ich drücke drauf. Aber ich kann es nicht spielen. Die sind nicht spielbar aktuell anscheinend, dann. Das hier kann ich auswählen. Aber die nicht. Wieso nicht? Dann bleibt es dir jetzt hier so oder so erstmal aus. Okay, ich lade Odyssey neu. Na dann. Oh, stimmt, die Hirschkuh. Was haben wir denn hier? Freie Meinung von Sokrates. 19. Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde erstmal zur Hirschkuh wollen. Weil da haben wir auch noch einen Aussichtspunkt, den ich noch nicht habe. Und ja, am 20. kommt das Elden Ring DLC und genau eine Woche später fahre ich zum Festival. Oh wow, dann hast du ja nicht mal richtig so viel Zeit. Oh wow. Hab schon überlegt, mir ein großes Pappschild mitzunehmen zum Festival, wo drauf steht. Ich habe mich für das hier entschieden statt dem Elden Ring DLC. Ja, das würde ich aber auch fühlen, ne? Das wäre schon witzig. Und Hallöchen, Lifur. Hallo, hallo. Ellie, japanisches Lego oder eher Winnie Pooh? Das japanische. Weil Winnie Pooh halt auch cool ist. Aber weil, jetzt waren wir gerade bei Ghost of Tsushima und Sekiro und Sushi. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen. Und Hallöchen, Dienchen. Hallo, hallo. Ghost of Tsushima. Ja, ja, genau. Und dann das Bär. Bärenhoden, Leute. Aber ich brauche die Bärenhoden nicht mehr. Schnell wieder weg hier. Oh, ich habe noch was Kleines. Oh, was? Was hast du? Thank you.
So, Chat, jetzt erzählt mal. Ist es für euch eigentlich fein, wenn ich hin und wieder einfach die Cam auslasse? Denkt ihr euch, ja? Gerade so auf einen Samstag oder Sonntag oder sowas? Wenn eh Wochenende ist, wo man ein bisschen eher entspannen will? Ist das für euch cool? Ist das für euch okay? Oh Gott, ich dachte kurz, es wäre noch ein Bär. Aber hier ist doch auch noch was. Welch edles Geschöpf. Die Götter selbst werden vor Neid erblassen. Ja, da ist die Quest. Oh, hätte ich... Ja, wobei, wenn wir eh gerade hier drin sind. So. Ah, da hinten. Und hallo, Zero! Wo ist Hans in den Dingeln? Ich weiß nicht, was du meinst. So. Hans als TTTS ist schon lange aus, schon seit Monaten. Schon seit vielen, vielen Monaten. Aber du bist Mod. Du kannst, glaube ich, Ausrufezeichen Say machen, dann müsstest du noch gehen. Zero. Ausrufezeichen Say? Du bist Mod? Also TTTS ist, TTS, nicht TTTTS. Dann noch 20 Ts ranhängen. Nee, das ist schon lange, lange aus. Aber du kannst mit Ausrufezeichen Say machen. Kann ja nur ich Quatsch machen. Naja, und alle anderen Mods ja auch. TTT? Nee, TTT spielen wir nicht. Ach stimmt, es war ja auch schon wieder Pausenzeit, ne? Mann. Oh, jetzt gucke ich aber ganz kurz nochmal in den Chat. Elli, was hast du gesagt, als du mich begrüßt hast? War so laut, hab's nicht verstanden. Ich habe gefragt gehabt, ob das Nickerchen gestern noch ausgereicht hat. Ein Minecraft-Lama. Oh, süß. Süß, Alicia. Ja klar ist das fein. Mach so, wie es für dich am angenehmsten ist. Ja, heute war einfach wirklich so ein... Oh, heute okay, bäh, weiß ich nicht. Mir ist das generell total egal, ob Cam da ist oder nicht. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Okay. Ja, habt ihr den Alert gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Ich hab Gummibären gehört. Guten Mittag, Hallöchen, Nona. Hallo, hallo. Wo ist Hans? Also deswegen sage ich ja, nur über das Ausrufezeichen Say ist, glaube ich, noch Hans drinne. Und ich glaube, über Kofi ist, ich weiß nicht, ich habe ihren Namen vergessen. Susi oder so. Ich habe ihren Namen vergessen. Helga. Ich habe keine Ahnung. Aber hier war keiner. Ich habe es aber gehört. Okay. Das ist auch wieder weird. Warum hört ihr das nicht? Aber ich... Ist auch egal. Wir haben eh Pausenzeit. Ich guck mal ganz kurz, was da mit dem Alert ist. Oder ich bin alt. Vielleicht bist du auch alt. Aber also... Ich habe nichts gehört. Okay, aber ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört, ihr nicht. Ich habe Gummibären gehört. Also, Ich guck mal kurz in der Pause, was da jetzt so das Problem ist. Und dann erlegen wir diese wunderschöne Hirschkuh dort hinten. Weil, wir müssen. Laut Quest zumindest. Und so lange lasse ich euch hier einmal ganz kurz alleine. Und ich guck, wie gesagt, mal. Ich habe nämlich auch gerade gesehen gehabt, so, es hat irgendwie nicht ausgeschlagen, warum auch immer. Weird. Aber ich habe das auch von Sips habe ich vorhin auch gehört gehabt mit den 15 Euro für Sushi. Das habe ich auch gehört. Habt ihr das ja auch schon nicht gehört gehabt?
Ha. Okay. Und vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Und danke euch auch, dass ihr trotzdem da seid, auch wenn heute mal die Cam nicht an ist und einfach nur Kusi-Schmusi einfach Rumgammeltag ist. Und hallo Findelfuchs, ich bin jetzt aber leider kurz in der Pause. Ich bin gleich wieder da.